Letzter Spieltag vor der Winterpause. Gerne. Okay. Kurz gucken. Wir sind bei bei 1,6 Millionen, die wir zahlen müssten. Und Wiese verkaufen wir. Ja, wir verkaufen ihn. Meißner möchte immer noch nicht kommen. Okay, aber wir haben das ganze Geld etwas gedrückt, die Ausgaben etwas gedrückt. Wir haben sie um 50.000 gedrückt. Das waren 75.000, ne? Das, was der an Geld gekriegt hat. Okay. Gut, 2,2 Millionen auf dem Konto. Okay, letzter Spieltag vor der Winterpause. Wir stellen unser Team neu auf. Kairo nach vorne und der Schwächste ist halt verletzt, aber das sieht eigentlich sehen die ja nicht schlecht aus. Und der ist auch schon bei Stärke 45. Na gut, machen wir mal. Gegen Wolfsburg. Das sind das 84.000. Das ist ja nicht wirklich was. Aber Hauptsache gewinnen. Hauptsache irgendwie weg aus der. Ich meine, wir sind Vizemeister geworden, ne? Letzte Saison. Aber unser Mittelfeld komplett zerschossen worden. Durch Verletzung. Und jetzt müssen wir uns erstmal wieder nach oben arbeiten. Winterpause. Frohe Weihnachten. Nichts. Okay. Angst gehabt, dass ich irgendwas zahlen muss. Okay. Nudge ist auch wieder verfügbar. Sehr gut. Wie viel Geld haben wir noch? 1,2 Millionen auf dem Konto. Schön. Wir versuchen trotzdem nochmal Meißner zu kriegen. Für 350.000. Also mehr zahle ich auch nicht. Ich bin da hartnäckig und er anscheinend auch. So, Hein und der ist fest. Okay. Also wenn die zu teuer werden, dann muss ich die halt verkaufen. Ne? Van Heiden verschwindet auch. Das heißt, ich brauche eigentlich auch noch einen Nachwuchsspieler. Einen Nachwuchsspieler vor allen Dingen. Einen anderen Spieler für ihn. Jetzt ist auch die Frage, verbessern wir unseren Komfort oder unseren Zustand noch? Den Zustand könnten wir noch auf sehr gut anheben. Und den Komfort könnte man auch noch anheben. Genau. Überdachen tue ich erst wirklich ganz am Ende. So, Zustand. Mache ich da irgendwas? Mache ich da irgendwas? Es ist noch hin. 9 Monate, 5 Monate, 4 Monate. Das Geld muss ich noch nicht ausgeben. Was ich habe, habe ich. Das ist eingesetzt. Okay, auf geht's. 19. Spieltag. Wir haben auch noch ein Nachholspiel, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob es heim oder auswärts war. Laut. Genau, Podolski ist ja jetzt weg. Aber wie gesagt, wenn er wieder irgendwo auf dem Markt erscheint, nicht mit 32 Jahren oder 33 oder älter, dann würde ich mir auch wieder kaufen. Angstgegner Wien hat echt viele Chancen. Aber es sieht eigentlich doch ganz gut aus, oder? Meint ihr nicht? Zwei Chancen, zwei Tore. Völlig unverdient. Aber wir sind eigentlich auch stärker. Und jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Okay, es wird hoffentlich besser. 37.000. Ich gucke in meine Liste. Da sind 590.000. Los, Köln. Wir brauchen noch ein paar Tore hier. Ja, sehr gut. Jaschwili. So. Ist okay.
spielfrei. Und wir haben wieder einen Umbruch, sind bei einer Million. Das sieht gut aus. Wir haben immer noch die gleichen. Ich mache das gleiche Angebot. Nein, ich werde nicht mehr zahlen. So, hier gucken wir mal. So, wen haben wir hier nicht drin? Ein 57er, ein 37er und ein 48er. Okay. Ah, wenn Torwart eine gelbe Karte kriegt, wird's schon unangenehm. Laut kriegt auch ständig seine gelben Karten und jetzt schon wieder eine gelb-rote. Das heißt, ich muss schon wieder wechseln. Und zwar brauchen wir ein Alpha weniger und dafür ein Löwenkran mehr. Wir setzen dich nach vorne und ich setze mal nach hinten. Ich setze mal dahin. Okay. Auf geht's. Okay, cool. Wir erhöhen den Einsatz noch ein bisschen, aber es hat immerhin zum Unentschieden gereicht. Und wir können eigentlich ganz gut nach oben aufsteigen. Es ist nicht so weit. Außer dass Kobayashvili wieder verletzt ist. Ein Schienbeinbruch. Das hört sich nicht so gut an. Okay, Kairo geht wieder nach vorne. Und den Einsatz setzen wir wieder runter. Wir gucken auf unsere Bilanz. Immer noch 1 Million auf dem Konto. Und unser Hassgegner Dortmund. Weil die einfach zu gut sind. Ich gönn's ihnen nicht. Nee, ich gönn's ihnen nicht. Aber Respekt, dass sie es so gut machen. Ja, wir haben 1-0 gegen den ersten gewonnen. Klasse. Hey, super. Das hilft ungemein. Aber irgendwie haben alle vor uns gewonnen und wir sind nicht näher gekommen. So, aber 1,6 Millionen auf dem Konto. Und wir bauen hier wieder um. Das Übliche. Und 23. Spieltag. Ja, 1-0 reicht. Besonders wenn man gegen jemanden über sich spielt, ist das schön. Wir können uns jetzt, also wir arbeiten uns langsam an Platz 10 ran. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Da hat jemand noch ein Spiel über. Und die haben auch noch zwei Spieler. Und ich sag mal so, wir sind eigentlich nur 6 Punkte hinter dem ersten. Vielleicht 8. Also theoretisch ist da noch ordentlich was drin. Benötigter Schnitt sieht auch gut aus. Na, so ein bisschen stolz geschwellte Brust habe ich auch schon wieder. Wenn wir das jetzt noch alles aufholen, dann sage ich mal Hallo, Dri. So. Aber der Computer kann einfach nicht verlieren. Und jetzt haut er mir noch den nächsten Spieler mit einer gelb-roten Karte vom Platz. Oder mit einer roten Karte. Ich sehe es schon. Komm schon, Köln. Ah, oh, 4 Chancen, kein Tor. Was ist da los? 5 Chancen, kein Tor. Schon wieder eine gelbe Karte. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, erst schön den Stürmer rausgenommen, ne? Oh, ich will eigentlich gar nichts verändern. Ja, nee.
Also, sorry, was soll man denn da machen? Also, nee. Nee. Das Spiel hat sich so gegen mich verschworen, diese Saison. Das ist so daneben. Das ist so daneben. Also, ihr seht einen. Also, nach so einer Saison möchte man echt aufhören. Ne? Da möchte man sagen, hey, ihr könnt mich mal. Immerhin eine Chance. Super. So, wir erhöhen den Einsatz. Wir können ja auch gar nichts im Sturm einsetzen. Was soll man machen? Wir haben da kein Potenzial. Also, Einsatz erhöht, aber Gladbach kriegt die Chancen. Immerhin 0-0. Und jetzt verlieren wir auch schon gerade wieder ordentlich nach oben. 1,5 Millionen auf dem Konto, das ist gut. Was nicht gut ist, ist der Zustand der Mannschaft. Wir haben einfach schon wieder viel zu viel verletzte Spieler. Aber wir können hier ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Almeida, nee, zu alt. Köhler, zu stark. Was haben wir hier? Insua. Oder Huzid 27 Mittelfeld 33 27 ist halt nicht schlecht. Wir brauchen eigentlich noch einen Abwehrspieler, weil Van Heiden geht. Aber wir könnten das durch einen Mittelfeldspieler kompensieren. Und wenn wir dann Starken diesmal nehmen. Nee, ich will nicht so viel Geld ausgeben. Echt nicht. Aber der ist halt echt schwach. Oh, Leute, helft mir. Was machen wir? Wir bieten 890.000 und er lehnt ab und wir bieten 425.000 und er nimmt an für 4 Jahre 2.592 Dollar kriegen und wir haben einen weiteren recht schwachen Mittelfeldspieler, aber es ist immerhin ein Mittelfeldspieler. Den wir jetzt haben, auch in Reserve. Und Autos. Okay. Das ist okay. Und wir gehen hier mal wieder ein bisschen auf Kondition. Okay. So viel okay ist gesagt. Wir sind bei 16. Gegen wen spielen wir? Wir spielen gegen Hertha und dann gegen Düsseldorf. Angst gegen eine Hertha. Was passiert? Was passiert? Brücker, die vierte gelbe Karte. Ich habe mir den auch erst diese Saison gekauft, ne? Vor nicht allzu langer Zeit. Der hat 4 gelbe Karten schon. Da habe ich mir wieder Finest People geholt. Finest People. Wo sieht man eigentlich, wie viele Spiele die haben? Brücker, 15 Spiele. Na, das geht ja. 15 Spiele, 4 gelbe Karten. Ach, hier stehen die auch. Okay. Brücker, 15 Spiele, 4 gelbe Karten, 2 Tore. Naja, okay. Weiter geht's. Nachholspiele. Jetzt sollte die Tabelle wieder da sein, wo sie eigentlich ist. Nee, wir haben noch Nachholspiele hier. Natürlich die vor mir. Okay. Und auf geht's. Okay. Die habe ich irgendwie den Einsatz zu hoch? Nee, eigentlich nicht. Warum kriegt die ganze Abwehrreihe erstmal hier eine gelbe Karte? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Es ist nicht meine Saison. Die 15. Saison ist nicht meine Saison.
Ja. Da sind die letzten Nachholspiele gewesen. Jetzt sind alle ausgeglichen. Jetzt sind wir wieder weiter nach hinten gerutscht. Und jetzt ist es wirklich weit nach oben. Ich hatte die Hoffnung zwischendurch, dass wir da noch mal ein bisschen was aufholen. Naja, gut. Haben wir jetzt hier noch übermäßig Gutverdiener? Nee, übermäßig nicht mehr. Von der Heiden verschwindet. Und der Rest ist eigentlich okay. Die haben auch alle noch Verträge. Okay. Nö, das geht. Das geht. Oh, ich verklick mich. Haben wir hier aufgestellt. Das Übliche. Ihr kennt das. Und einmal auf den Kontostand gucken. 1,7 Millionen. Warum gibt es denn immer in den ersten Minuten gelbe Karten? Ey, das gibt's doch nicht. Ja, klar. Okay. Habe ich irgendwas nicht aufgestellt? 5-0. Ich kann nicht mehr Meister werden. Naja, schön. Wer hätte das gedacht? 29. Spieltag. Heim gegen Wacker Burghausen. Das Duell um die letzten Plätze. Das ist echt. Oh, 1-0. 2-0. Notch. Sehr gut. 3-0. Okay. Okay. Da ist immer noch jemand verletzt. 30. Spieltag gegen Cottbus. Ja, okay. Wir könnten vielleicht noch. Nein, nicht. Ach, Wessels, dritte gelbe Karte. Aido, rote Karte. Ach. Es kann nicht wahr sein. Es kann echt nicht wahr sein. Also, wir steigen immerhin nicht ab. Ne? Das ist schon mal gut. Aber wir spielen auch nirgendwo mit. Wir haben echt alles an Europacup irgendwie verspielt. Meinetwegen. Okay, die Abwehr sieht eigentlich relativ gut aus. Was macht die Stärke hier? Gesamt noch Mittelfeld. Mittelfeld ist echt. Ich weiß nicht, was da los ist. Sind wir da so schlecht? Okay, ja, Insua. Nee, Insua ist ja nicht mal drin. 50, 8. Ja, okay. 50, 38, 69. 83 ist halt super, aber ansonsten. Ja, 1,4 Millionen. Okay. Auf geht's. Gegen wen auch immer. Gegen Erzgebirge Aue. Einfach mal ans andere Ende der Republik. Einmal ganz nach Ost, in den Osten reingefahren. Komm schon, Köln. Wir müssen gewinnen. Wir müssen. Also nein, nicht unbedingt. Aber schön wär's. Unentschieden ist auch okay. Wir haben den Klassenerhalt gesichert. Damit wäre das auch geklärt. Okay, da müssen wir jetzt nichts mehr machen. Was sagt unser Kontostand? 2 Millionen. Das ist ein schöner Kontostand. Wir versuchen jetzt von unseren Schulden nächste Saison dann runterzukommen.
Oder vielleicht auch, na, ich werde kurz vorher investieren in Stadion. Verbesserung. Von der Heiden macht noch ein Tor. Apropos. Wir gucken mal. Almeida, den werden sie nicht los. Und Abwehr. Meier. Nee, mein Freund, du bist zu alt und zu gut. Wir haben nur noch 1,2 Millionen auf dem Konto, weil wir gerade den 2. Juni haben. Okay, dann. Kobiaschwili ist wieder da. Auf geht's. Vielleicht rocken wir noch was gegen Mainz. Wir sind auch nur ein Karnevalsverein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Der ist halt alt, ne? Der ist alt. Nee, der ist nicht mal alt. Er ist 28. Der ist nicht alt. Der ist einfach nur, keine Ahnung, verletzlich. Okay, 1,8 Millionen. Das sieht gut aus. Letzter Spieltag. Müssen wir noch irgendwas gucken. TV-Übertragung sind 149.000. Möchte irgendjemand uns hier supporten? Oh, da, 71.000. Guck mal. Und wir sind so schlecht und es hängt mit dem Stadionkomfort zusammen. Okay, einen Monat noch. 5 Monate. Und ich bin jetzt echt geneigt, hier den Stadionkomfort nochmal aufzubauen. Den Zustand. War es der Zustand? Nee, das war der Komfort. Fünf Wochen. Klar, machen wir. Okay. Der ist zur neuen Saison fertig. So, letztes Spiel. Auswärts gegen Nürnberg. Immerhin. 1-1. 14. Platz, das war eine wirklich sehr miese Saison. Die oben haben auch nicht wirklich was gezeigt. Was macht Borussia Mönchengladbach? Noch nischt. Was machen sie? Oha. Okay. Rot-Weiß Essen. Ja, wenn man auch keine Tore schießt, dann. Okay, wir müssen jetzt trotzdem noch mal nach dem Abwehrspieler gucken. Mörle, 20 Jahre. Rensing im Tor. Ah, 28 ist ein bisschen alt. Lokic. Okay, es sind günstige Spieler dabei. Aber wir haben jetzt erstmal Ausgaben zu bewältigen. Und dann gucken wir mal, wie viel noch übrig bleibt. Wir machen das Saisonende. Das haben wir hier alles. Wir versuchen im Plus zu bleiben. Van der Heijden ist raus. Kurzer Blick. Es sind Ausgaben 1,53 Millionen. Okay, Saisonende. 14. Platz. Ein Jugendspieler steigt auf. Na, das ist ja mal was. Warum kommen denn jetzt die Jugendspieler plötzlich? Ich beschwere mich nicht. Definitiv nicht. Wir haben wieder Wiese gekriegt. Diesmal als Jugendspieler. Okay. Cool. 100 Mark Gehalt. Oh, geil. Oh, geil. Also Notch müssen wir auch noch verlängern, sehe ich gerade. Bevor der zu gut wird. Wessels. Ein Jahr. 75.000.
Bist halt brutal gut. Laut. Ahahaha, das war teuer. Ein Jahr. 80.000. Und unser Stadionkomfort ist abgeschlossen und Kobayashvili ist schon wieder verletzt. Okay. Ich mache kurz die Aufstellung und danach gucken wir uns alles weitere an. Okay. Also, 15. Saison war abgeschlossen. Rekapitulieren wir. Es war richtig schlecht. Wir sind nur 14. Platz geworden. Woran lag das? Dass über eine lange Zeit der Saison vier Mittelfeldspieler verletzt waren. Von den sechs, die wir hatten. Und entsprechend, ja, ne, hat man richtig schlechtes Mittelfeld gehabt. Wir sind eigentlich überall, ja, erste Runde rausgeflogen, im DFB-Pokal, weiß ich gar nicht, gegen Nürnberg, glaube ich. Haben wir nicht aufgepasst. Und dann im Achtelfinale der Landesmeister gegen Dortmund haben die uns im ersten Spiel gleich 5-0 geschlagen. Da hat man ja auch schon das Problem. Genau. Deswegen sieht das so aus. Und Dortmund ist hier auch noch mal ein bisschen weiter weggezogen, klar. Okay, aber finanziell sieht es eigentlich ganz gut aus. Okay, nö, dann sage ich mal, war es das soweit mit der 15. Saison? 16. seht ihr dann nächstes Mal. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.